Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klempersteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und am Tag, als das Brandenburger Tor wieder orange wurde, ja, bin ich tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute geht es um ein Set von Mega. Jetzt, wo ich das aufnehme, ist Donnerstagabend. Ihr müsst das Video am Sonntag sehen, zumindest mal lade ich es da hoch. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein schönes Wochenende und bekommt noch einen sehr viel schöneren Sonntag. Ich hatte letzte Woche einen recht schönen Sonntag. Ich habe meine Freundin endlich wieder besuchen können. Die einen oder anderen, die ja schon seit einer Weile zuschauen, haben das mitbekommen. Wir haben uns ja 3 Wochenenden nicht gesehen. Das hat unter anderem was mit meiner Bronchitis zu tun gehabt und mit ihrer möglichen Corona-Erkrankung. Zumindest mal bestand das Risiko und haben wir uns nicht sehen können. Ja, und letztes Wochenende war es soweit und da habe ich mich echt gefreut, denn ich habe von Tanja ein schönes Geschenk bekommen. Ich weiß, ihr könnt jetzt nicht sehen, worum es da geht. Beim Bau hiervon zeige ich euch das dann noch mal ganz kurz, also wenn es dann ums Bauergebnis geht. Das ist ein echt persönlich schönes Geschenk, ein schönes persönliches Geschenk. So rum wollte ich sagen und möglicherweise habt ihr Interesse dran und sucht doch das ein oder andere für die Weihnachtszeit. Lasst euch überraschen. Jetzt wird es jemand geben von euch, der sagt, ah, was ist denn hier los? Hier geht es ja gar nicht um Klemmbausteine. Das stimmt in dem Moment. Bei mir geht es auch manchmal um ein paar andere Themen, hauptsächlich Klemmbausteine und ein bisschen das, was mich in meinem Privatleben ab und an mal so beschäftigt. Ja, jetzt könnt ihr sagen, ist Grütze, ich mag Klemmbausteine sehen und schaltet wieder weg. Wenn ihr gerade das erste Mal eingeschaltet habt, dann tut mir das in Anführungsstrichen leid, weil ich bin da ehrlich. Das ist mein Kanal und dann quatsche ich kurz darüber, was mich beschäftigt und was mich bewegt. Hier geht es ja um mein Hobby. Ich verdiene hiermit ja kein Geld, will ich auch gar nicht. Ich könnte ja schon an der einen oder anderen Stelle auch die ein oder anderen Sets bekommen. Ihr wisst das ja, zumindest die, die nicht zum ersten Mal eingeschaltet haben. Ich verzichte da ja immer drauf und dann spielt sowas auch mal eine Rolle. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu Klemmbausteinen. Ich hatte das im Video am Freitag schon gesagt und angekündigt, dass ich euch die Figuren von Brickety and Klotzki zeige und vom Soldiers Brickcamp zeige ich euch auch kurz dann hier, wenn es ums Bauergebnis geht. Ja, und das Bauergebnis, wieder ein Mega-Set. Meine Mega-Weeks gehen weiter. Ich kann ja dem Thema Masters of the Universe von Mega was abgewinnen. Jetzt war ich, als ja, die Spielfiguren erschienen sind, Anfang der 80er, schon etwas zu groß. Ich war im Teenager-Alter und hatte ein paar andere Interessen. Ich will es mal so beschreiben. Ich mochte aber damals die Fernsehserie. Ich bin ja Comicleser gewesen, Anfang der 80er, noch in der Ausbildung. Ich habe mir dann einen Comic gekauft und während der Busfahrt geschmökert und während meiner Ausbildung zum Klempner dann auch mal in der Pause durchaus Spider-Man und Superman gelesen. Und zumindest mal konnte ich dann im Fernsehen, ja, der Fernsehserie was abgewinnen. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, und vor einer Weile, ich glaube, das war am Anfang der Corona-Zeit, wo das losging und das Risiko bestand, dass alle zu Hause bleiben müssen, habe ich mir die Castle Grayskull besorgt. Lag dann an der Seite, weil ich musste nicht zu Hause bleiben. Zum Glück, ich durfte arbeiten gehen. Einigen anderen und euch ging es da möglicherweise dann eben schlechter. Ich habe es an der Stelle ganz gut getroffen. Zumindest mal hat das dafür gesorgt, dass ich mir dann die ein oder anderen, habe ich glaube schon mal gesagt, das Wort, von Masters of the Universe einfach besorgt habe und inzwischen so eine kleine Sammlung. Ja, ich weiß, es gibt größere möglicherweise. Ich bin aber mit dem zufrieden, was ich hier habe. Ja, und vor kurzem hat mich dann der liebe Michael gefragt. Einen lieben Gruß an den Michael Jacht. Das ist einer der Administratoren von der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein. Wenn ihr die noch nicht kennt, schaut da gern mal vorbei. Wenn ihr keine Mecker und Nörgler und Nörglerinnen seid, seid herzlich willkommen. Kritik kann man immer üben, das ist gut. Aber Nörgeln und Meckern, ich denke, da sind wir uns einig, ist dann was anderes. Zumindest hat der liebe Michael mich gefragt, pass mal auf. Ich bestelle in den USA direkt bei Mattel. Und unter anderem eben Eternia Battleground. Möchtest du auch ein Set haben? Jo, und da habe ich doch nicht lange Nein gesagt. Am Ende geht es jetzt hier eben um, ja, die Schlacht von Eternia. War ja geprägt von 3 zentralen Türmen. Die haben also eine zentrale Rolle gespielt. Einmal der Grayskull Tower, der Viper Tower und dann eben hier der Central Tower. Ja, wir machen das jetzt so, ich wechsle die Kameraperspektive und zeige ich euch ein bisschen was zum Bau. Ihr seht kurz mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ich zeige euch nochmal die Minifiguren. Ja, und dann sehen wir uns, nachdem ich euch natürlich auch das Bauergebnis ordentlich gezeigt habe, zu meinem Fazit wieder. Also, bis gleich. So, endlich wieder was von Masters of the Universe. Endlich. Hat einen Moment gedauert. Das Master Sword habe ich auch da. Er hatte euch ja letzten Sonntag entschieden. Zumindest die einen oder anderen, ich hatte gefragt, haben gesagt, macht doch Battleground. Das war dann die Mehrheit
Und ja, Snake Mountain fehlt mir auch noch. Werde ich mir vielleicht mal besorgen. Ich warte jetzt hier auf die Black, was, Friday Week? Ja, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht finde ich da ja ein gutes Angebot. Ich packe jetzt aus und dann gucken wir uns die Teile an. Ich bin mal echt gespannt auch auf die Figuren. Großartig. Es gibt 2 Bauanleitungen, 14 Tüten. Das sind aber, wenn ihr noch kein Mega gebaut habt, Mega Konstrukts, Mega Blocks, Mega, keine Bauabschnitte in Anführungsstrichen. Klar, hier 1. Was sind dann die Figuren? Gucken wir uns dann später zwischendurch an. Hier die 2. Da wird der, glaube ich, Waffenständer gebaut, denke ich. Ja. Und dann hier sieht man es zum Beispiel, passiert das schon, dass man 2 Tüten zusammennehmen muss. Ne? Hier die 3 und die 4. Der mega typische Farbcode. Ich denke mal so, bei den Farben wird es keine Probleme geben mit den Darstellungen, beziehungsweise das zu unterscheiden. Teilequalität, auf die Teile gucken wir jetzt nicht zusammen. Ich packe jetzt aus. Wie gesagt, Figuren gucken wir uns dann zwischendurch an. Ich hoffe, das klappt mit meinem Auto. mit meinem Autofokus. Ich werde ja mal Ende November nach einer anderen Kamera schauen, weil der Fokus ist begrenzt. Ich glaube so 20 cm dann oder 25 und dann ist Feierabend. Hier, ich fange mal an und meld mich immer wieder zwischendurch. Die ersten beiden Figuren, das müsste Ninja sein. Schwert, Bogen, dazu gibt es auch einen Pfeil dann. Also falls man ihm den Bogen in die Hand drückt und der ist im Schuss. Hier ein Nunchaku, das ist eine Gummikette, kann man auch abmachen. Aber sehr cool. Und dann haben wir hier He-Man mit einem echt coolen Druck. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen. Kann ich näher ran, dann gibt mein Fokus auf. So schauen sie von hinten aus. Dann haben wir hier einen Waffenständer mit hier hinten drucken. Sehr schön. Und dann haben wir, wie heißt das, Attack Track. Ich muss noch mal gucken. Das finde ich cool. Schaut mal. Könnt ihr sehen. Das ist echt cool gemacht. Das gefällt mir. Es funktioniert butterweich. Und auch hier haben wir Drucke. Echt schön. Blitzsauber. Aber die Funktion hier, das finde ich am coolsten. Das mag ich. Das funktioniert einwandfrei. Ihr könnt es ja sehen. Großartig. Also, weiter geht's. Heißt das Ding Attack Track? Ich meine ja. Webstore. Ich hoffe, ich habe es schon mal gesagt. Echt cool. Der hat da seinen Rucksack auf. Also hier. Die Arme kann man dann hier noch ein bisschen verstellen. Die Spinnenarme, ihnen die Knarre in die Hand geben. Und hier, das ist dann kein Faden, sondern man kann den Anker hier als Waffe abwerfen und dann wieder ranziehen. Hier oben dann einstecken. Ja, coole Idee. Also die Figur ist echt klasse. Ich mache es nochmal so. Ich hoffe, das klappt. Dem Fokus. Also echt cool. Und hier ging es dann weiter. Da haben wir hier wieder bedruckte Teile. Ich wollte schon sagen, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ne, wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, so. Und dann haben wir hier einen Stuhl, können wir eine Figur reinsetzen. Kann dann alle Bildschirme in den Blick nehmen. Da oben eine Bewaffnung, da wird noch ein bisschen was drankommen. Natürlich habe ich, glaube ich, gesagt, auch bedruckt. Und dann hier die Flaggen bedruckt. Und die sind nicht so glänzend, das ist so ein schönes, so raues Material, das gefällt mir. Und das setzen wir jetzt mal, das können wir gemeinsam machen. Hier oben drauf, hier noch ein bisschen zurecht drücken und da, so. Ich baue es fertig und dann gucken wir es uns an. Ich bin jetzt schon zufrieden, ich gebe es zu. Erstmal das schöne Geschenk, haltet das bitte einen Moment aus, weil ich freue mich da sehr drüber. Ihr könnt da sehen, Mario und Tanja. Drückt auf Pause, dann könnt ihr sehen, was da in Englisch steht, was ganz hübsch ist. Vielleicht deswegen ist das auch was für euch, ist, dass es ein bisschen individuell gestaltbar ist. Also der Typ hat da so einen blonden Bart. Und schwarzes Shirt. Und das passt ja an der Stelle schon. Und Tanja hat ja auch so schwarzbraune Haare. Ja, sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier die Figur vom Soldier. Soldier's Brick Camp. Und ganz schön. Das gefällt mir echt gut. Schaut mal. Eine Plakette dazu. Vielen lieben Dank. Und dann hier nochmal. Ich glaube, das ist Fischers Fritz oder so ähnlich. Ja, Fritz Fischer. Fischers Fitz. Von Pricketty und Klotzki. Vielen lieben Dank. Kommt alles oben hinter mir auf den Millennium Falcon. Dann gucken wir uns das Set an. Darum geht es ja eigentlich.
Der Central Tower. Das Fahrzeug hatte ich euch, glaube ich, eben schon gezeigt. Guckt nochmal hin. Das mit der Bewegung, der Move mit den Rädern, das finde ich echt genial. Je nachdem, wie man es abstellt, könnt ihr es jetzt sehen. Nee, so bewegt sich das cool hin und her. Das funktioniert einwandfrei. Das gefällt mir. Alles in Drucke. Blitzsauber, großartig. Der Waffenständer ähnlich. Alles Drucke, blitzsauber. Ja, und dann haben wir hier den Tower. Ich habe ein bisschen die Figuren positioniert. So wird es ja bei mir im Regal dann stehen. Und das ist echt cool. Man kann hier die Löwenklauen öffnen und schließen. Und auch das Löwenmaul ein bisschen. Nino habe ich jetzt hier unten positioniert. Ich zeige euch das nochmal, zeige euch den nochmal. Webstore. habe ich jetzt einfach hier mal so angehangen. Könnt ihr ja sehen, festgemacht. Da wird er erstmal rumbaumeln. Und Buzz Off habe ich da oben festgemacht. Das ist echt schön, das ist gelungen. Mir gefällt es hier hinten, die Kommunikations- bzw. Schaltzentrale, sehr, sehr schön. Beim Drehen gibt es gar nicht jetzt ne, so viel zu entdecken. Trotzdem ein tolles Set, auch wenn es relativ klein ist. Also mir gefällt es auch hier unten da in der Eingangsbereich. Entsprechend ja, mit den, wie heißen die? Gargoyles hätte ich beinahe gesagt. So ähnlich wie die Wasserspeier. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das passt und funktioniert. Also ich finde, sage ich jetzt im Fazit aber auch nochmal, Mega hat da eine echt gute Arbeit geleistet. Kommen wir zum Fazit. Den Link zu dem schönen Geschenk lasse ich euch mal in meiner Videobeschreibung, also zumindest mal zu der Homepage. Vielleicht habt ihr auch Interesse dran. Vielen lieben Dank, mein Engel. Ich habe mich sehr gefreut und freue mich immer noch. Ja, und den Link dann zu Soldier und zu Brigitte & Klotzki und noch ein paar andere Kanäle, die mir gut gefallen, die lasse ich auch in der Videobeschreibung. Schaut da vielleicht einfach mal vorbei. Erstmal ein paar Informationen zum Set. Also, bestellt und gekauft wurde direkt bei Mattel in den USA. Mattel USA, ihr wisst, was ich meine. Bezahlt habe ich, glaube ich, 75 Euro. Michael, du kannst mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn das nicht stimmt. Zumindest mal habe ich das so im Kopf. Das Set besteht aus 646 Teilen. Die Setnummer ist die HFF28. Mit dabei waren zwei Bauanleitungen in Papierform. Ich gucke gerade hin, ob ich eingeschaltet habe. Habe ich. Zwei Bauanleitungen in Papierform. Gut verständlich, gut nachvollziehbar, groß. Alles schick, alles fein, die Farben passen, Farbtreue funktioniert. Also wenn man dann auf die Steine danach guckt, hervorragend. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Weltklasse, was Mega hier gemacht hat und besonders gefallen tut mir die Farbe. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt auf dem Rechner aussieht. Da schimmert das bisweilen vielleicht ein bisschen blau. Eigentlich ist es eher so ein Grün. Vielleicht auch Türkis. Ich kenne mich mit den Farben nicht so aus. Inzwischen, hier muss ich kurz erzählen, inzwischen gibt es ja Farben, da wird man mich schucke von. Jetzt auf Arbeit haben wir über Farbe philosophiert, da geht es um den Anstrich. Und da gibt es tatsächlich Taubenbaugrau und noch viele andere verrückte Sachen. Hier, wenn ihr wisst, welche Farbe hier die richtige ist, wenn ihr selber das Set habt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich meine, das ist so ein leichter Grünton. Kommt, wie gesagt, bei euch im Bild vielleicht gar nicht so rüber. Was mir echt gut gefällt vom Design sind natürlich wieder die Drucke. Das ist hervorragend. Die Fahnen sind schön bedruckt. Ich habe euch das eben beim Bauergebnis gezeigt. Auch hier das Fahrzeug, da habe ich jetzt He-Man reingesetzt. Hier der Waffenständer. Dann die Schalt- und Funkzentrale hinten im Turm. Ne? Hatte ich euch ja gezeigt. Das ist echt gelungen. Aber was ein besonderes Highlight ist, zumindest mal für mich, wenn es um Drucke geht, das sind die Augen hier unten von dem Löwen. Ich habe euch das beim Bauergebnis gezeigt und beim Bau auch kurz gezeigt. Das eine sind, ist die Tatsache, dass das Yellow-Teile sind. Das ist erstmal nicht spektakulär. Und da sind ja, sag mal, die Pupillen ja drauf gedruckt in Schwarz. Und besonders finde ich, dass es so eine ganz leicht grüne Umrandung gibt. Das ist hervorragend. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und beim Design gefällt mir auch, dass es eigentlich ganz minimalistisch ist. Denn man weiß, worum es geht. Die Größe passt, finde ich, zu den anderen Sets. Ich kann das gut ins Regal stellen. Und an der Stelle, finde ich, hat Mega zumindest mal den Flair von Eternia und vom Central Tower echt gut eingefangen. Hier vorne ein bisschen das kleine Gimmick, dass man die Löwenklauen dann auf und zu machen kann. Das ist echt hervorragend. Ein besonderes Highlight sind dann wieder mal die Figuren. Ninja, Buzz Off und Webster. Oh, Webster. Ich habe ja ein lausiges Englisch. Wenn ihr das erste Mal einschaltet, es ist ja eher bei mir ein Denglisch. Ihr könnt euch jetzt kaputt lachen, wie ich es wieder ausgesprochen habe. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Macht aber für mich zumindest mal nichts. Buzz Off ist echt super hinten mit den Flügeln. Ich möchte mal behaupten, wenn ich mal auf meine Figuren gucke, das ist mein kleiner heimlicher Favorit. Der war bisher Stinkor. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Aber auch Webster
gefällt mir echt gut und das hat was mit dem Haken zu tun, Spinnennetz, das passt, sieht schon ein bisschen gruselig aus. Und Ninja, ja, als ich Anfang der 80er ja, im Teenageralter war, gab es auch die ein oder andere Ninja-Filme, da war man sehr begeistert von. Da erinnert mich das ein bisschen dran, das ist großartig. He-Man selbst habe ich schon ein paar Mal in anderen Sets gehabt. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles glänzt gut, ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Die Drucke, ich habe es eben schon gesagt, sind blitzsauber, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Kommen wir mal zum Bau. Ja, der geht schnell, der geht flott, das sind 646 Teile. Es macht trotzdem Spaß, das Zeug aufeinander zu schichten, weil es so schön geht. Hier gerade so, hier das Fahrzeug, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber ich hatte ihn ja beim Bau dann genannt. Der ist echt, das ist echt auch der, die das, ich habe zu viel Sachen im Kopf. Das ist auch echt gelungen. Das ist ein schönes Gimmick, wie diese, ich nenne das mal Räder sich bewegen, großartig. Am Ende, wenn ich beim Bauspaß jetzt bin, hat es echt eine Freude gemacht, das Ding zusammenzubauen. Und ich freue mich noch umso mehr, weil ich mir das jetzt ins Regal stellen kann mit den schönen Figuren. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Messen wir mal aus. Nehmen wir mal nur den Turm. Breit ist er. So wie ich ihn hier positioniert habe, mit Basauf da oben, 21 cm hoch. Ja, circa 31,5 cm und breit schief. Auch für Man at Arms, alles eine Frage der Perspektive, circa ja, 13,5 cm. Also, vielen Dank, Michael, dass du an mich gedacht hast. Ein tolles Set. Ich bin echt zufrieden damit. Was könnt ihr nächste Woche erwarten? Möglicherweise dann wieder ein Video mit meiner Freundin Tanja. Wir werden höchstwahrscheinlich dieses Wochenende gebaut haben. Weil jetzt ist ja Sonntag, wo ihr das Video seht. Und in der nächsten Woche gibt es dann wieder auf jeden Fall ein Set von Mega, Mega Konstrukts, Mega Blocks, meine Mega LWX, müssen ja weitergehen. Wenn es euch gefallen hat und euch meine Nuschelei und meine Hektik jetzt nicht auf die Nerven gegangen ist und ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst mir doch einen Daumen da, Abo, Klingel, Rim, Bim, Bim. Dann fast passt da nichts. Nächste Woche habe ich vielleicht auch mal wieder ein Speedbild. Also, tschüss, ciao, sagt euer Brickklempner. Tschüss.